Willkommen zu einer Infoshow von Loki TV. Und zwar möchte ich eigentlich in dem Video da einfach mal ein paar Informationen geben, wie es bei Loki TV weitergehen wird. Es wird weitergehen, denn auf YouTube, die Statistiken gefallen mir sehr gut. Es wird fleißig geschaut. Das freut mich natürlich und das motiviert natürlich. Das Video wird so ablaufen, immer wenn ich einen Titel erwähne, was ich gerade Let's Play oder was ich Let's Played habe, werde ich für ungefähr 15 Sekunden einblenden. Wer will, kann mit einem Klick drauf sich dann zur Playlist klicken. Und ich hoffe, dass das bei mir schon bekannt ist. Ich mag das nicht, wenn Videos mit so Sprechblasen und Hinweisen zugepflastert werden. Das sollte nämlich alles ein bisschen mit freiem Sichtfeld zu tun haben, damit man das ganze Spielgeschehen mitkriegt. Also 15 Sekunden maximal blende ich das ein. Wenn wer Lust hat, kann natürlich gerne draufklicken. So, als allererstes möchte ich mich bei 40 Abonnenten bedanken. Das ist der Stand vom 19.09.2014. Finde ich für meinen kleinen Kanal echt nicht schlecht, weil jetzt hat er 3-monatigen Bestand und ich stehe überhaupt nicht auf das Sub vor Sub. Das ist mir absolut zuwider, das mag ich nicht. Also Dankeschön an 40 echte Abonnenten. Dann Punkt 2 ist derzeitige Let's Plays von mir. Wie man natürlich da jetzt am Bildschirm sieht, ist The Last of Us. Das wird auch bis zum Schluss von mir fertig gespielt. Plus einen Boni, das sieht man jetzt da, wenn man auf den Bildschirm schaut. Left Behind. Spiel eine Nebenstory, die während der Ereignisse von The Last of Us stattfinden. Warnung, nur empfohlen für Spieler, die die Hauptstory abgeschlossen haben. Das ist ein Boni natürlich, den mache ich noch mit. Was ich von anderen Spielern gehört habe, ist, dass man das Spiel dann natürlich normal durchspielen kann, auf Schwierigkeitsstufen unterschiedlichster, schwerer Art. Das mache ich dann aber nicht mehr als Let's Play, weil ich es absolut fad finde, wenn man ein Spiel zweimal durchspielt und nur die Gegner sind ein bisschen schwerer. Dann, derzeitige LP ist noch Diablo, sporadisch werden da Folgen erscheinen dazu. Er möchte jetzt nicht als, keine Ahnung, in der Woche 4 Videos plus möchte ich da nicht machen, sondern nur so, keine Ahnung, wie es mir halt einfällt. Ja, jetzt kommen wir zum schwierigen Thema für mich, und zwar pausierte LPs, und zwar Final Fantasy. Das ist nämlich von den Viewers her ist das super angenommen worden. Muss ich sagen, ich spiele es jetzt nicht einmal mehr privat. Und darum habe ich auch absolut keine Lust, dass ich das nachher nur auf ein Let's Play ausweite. Muss ich leider in Abonnenten Get Item erwähnen, dass sich das immer ganz fleißig angeschaut hat und auch immer sehr, sehr brav Daumen nach oben gemacht hat. Ich muss da schauen bei Final Fantasy. Vielleicht kommen noch ein paar Folgen, vielleicht auch nicht. Das ist dann nach Lust und Laune meinerseits aus. Dann Watch Dogs haben wir natürlich auch noch im Angebot bei den Playlists. Ist absolut abgeschlossen für mich. Ich glaube, das sind, ich gucke schnell, Watch Dogs, sind 16 Videos rein. Und ich habe es ja schon bei The Last of Us in der ersten Folge leider schreiben müssen, weil das Mikrofon nicht gegangen ist. Ist kein Spielspaß mehr da gewesen, hat überhaupt keinen Fun gemacht und deswegen habe ich das auch abgesetzt. Dann Punkt 4 habe ich da noch andere Projekte. Natürlich das neue Spiel, was jetzt rausgekommen ist, Destiny, nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Was soll ich dazu sagen? Ich kann keinen Abschnitt machen auf meinem Kanal, wo steht geplante Let's Plays. Natürlich könnte ich nicht machen, aber ich weiß nicht, wie ich den Abschnitt nennen soll. Aber das wird man dann ja eh sehen. Auf jeden Fall wird es ein Video geben von Destiny. Ich möchte schon mal ein bisschen zeigen, wie das ist. Aber ob da ein gesamtes LP draus wird,
vielleicht so sporadisch mit interessanten Levels, wie bei Diablo oder so. Entschuldigung. Dann, ein Punkt, auf den ich mich sehr freue, ist der fünfte. Und zwar geplante Let's Plays. Denn am 17.10.2014 kommt The Evil Within raus. Ein Horror-Klassiker, sage ich jetzt einmal. Wird es bald werden. Das wäre natürlich Let's Play, auf das freue ich mich schon total. Dann, am 31.10. kommt Lords of the Fallen raus. Das ist ein Wahnsinnsspiel. Wenn ich es finde, weil unten einen Link einstellen, wo man auf ein Gameplay-Video kommt auf YouTube, und wenn ich es echt finde, dann die offizielle Website noch. Aber The Evil Within und Lords of the Fallen kommen das Jahr als LPs bei Loki TV auf alle Fälle. Wie gesagt, da freue ich mich echt schon drauf, sind Top-Spiele. Ja, und das war eigentlich die erste Info so von Loki TV, weil ich einfach gefunden habe, ihr sollt wissen, wie es weitergeht. Und ich hoffe, es war hilfreich für euch. Bleibt mir treu und wie immer, lasst mir einen Daumen da, einen Kommentar oder ein Abo. Das darf mich sehr freuen. Wir sehen uns bei den Folgen.